Mehr als 850 Besucherinnen und Besucher kamen am 6. und 7. November zum Spielenachmittag der Burgessdorfer Volkspartei und Nadja Wohlmut von Spielen und Schenken. Bei freiem Eintritt konnten Groß und Klein 2 Tage lang nach Lust und Laune spielen und gemeinsam mit ihren Freunden Zeit im Stadtsaal verbringen. Bertram Deininger stellte mit seiner Ludothek mehr als 350 sowohl aktuelle als auch klassische Spiele zur Verfügung. Der Burgessdorfer Spielenachmittag wird von den Familien und vor allem von den Kindern begeistert aufgenommen und wurde bereits zum 3. Mal veranstaltet. So ist diese Veranstaltung nun ein Fixpunkt im Kalender der BurgessdorferInnen und Burgessdorfer geworden. ÖVP-Opfer Familienstadträtin Elisabeth Meyer dazu: Ja, wir freuen uns, dass es möglich war, gemeinsam mit der Nadja Wohlmut von Spielen und Schenken diese Nachmittage hier zu veranstalten. Wir haben diese Kooperation eingegangen, weil wir denken, dass die Nadja Wohlmut mit ihrem Geschäft eine ganz wichtige Bereicherung ist für die Burgessdorfer Wirtschaftswelt und wir auch wirklich noch viel mehr darauf aufmerksam machen. Der Grund, warum wir den Spielenachmittag veranstalten, ist, dass wir den Familien einfach wieder mehr Zeit zum Spielen geben wollen. Das gemeinsame Spiel in der Familie ist eine ganz wichtige Sache. Und das gemeinsame Spiel kann die Beziehung zwischen den einzelnen Familienmitgliedern stärken. Viele Familien nutzten die Gelegenheit und informierten sich über die neuesten Spieletrends und probierten die einzelnen Spiele mit großer Begeisterung aus. Das Besondere an diesem Spielenachmittag war die großartige fachliche Beratung durch Nadja Wohlmut und ihr Team und den professionellen Spieleanimator Bertram Deininger. Stadtrat für Jugend und Sport Albrecht Oppitz abschließend: Die Besucher schätzen die besondere Atmosphäre hier in Burgessdorf, dass man Praxisarbeit erreichen kann und auch die familiäre Atmosphäre. Die Burgessdorfer Volkspartei und Nadja Wohlmut freuen sich auf ein Wiedersehen am Spielenachmittag 2010. Jetzt ist die nächste Start, die 12er Start da. Das da? Ja. Super, 12. Cool.